Hi ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr ein leckeres gebratenes Gericht mit Satésoße bzw. Erdnusssoße und Rindfleisch machen könnt. Dazu werde ich meine selbstgemachte Satésoße nehmen, die ich euch schon mal vor Ewigkeiten gezeigt habe. Und damit ihr das Video dazu auch ganz schnell findet, habe ich es euch hier oben und auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Hier ganz kurz die Zutaten auf einen Blick, die ihr allesamt Mengenangaben im Rezept aufgelistet findet, welches unten in der Infobox als PDF verlinkt ist. Und falls ihr die Infobox nicht findet, hier bei YouTube ist unter dem Video, beziehungsweise steht unter dem Video, irgendwo mehr Anzeigen. Und da müsst ihr einfach draufklicken und dann fährt sich die Infobox auch schon aus. So, dann fangen wir an und mischen als allererstes unsere ca. 300 Gramm Rindfleisch, die ich bereits in 5 mm dicke, mundgerechte Stücke geschnitten habe, mit einem Teelöffel Sojasauce und 1,5 Teelöffel Sesamöl. Wie immer das dunkle Sesamöl aus gerösteten Samen. Das ist übrigens dieses hier und das bekommt ihr entweder im Asialaden oder bei uns im Onlineshop. Aber Achtung, Product Placement. Und zwar unser eigenes, denn wir wissen, was gut ist. So, dann geben wir noch 1,5 Teelöffel Speisestärke dazu und lassen unser Fleisch darin marinieren, solange wir die anderen Zutaten vorbereiten. Schnappen wir uns, so wie es sich für Saté gehört, eine rote Zwiebel. Schälen sie natürlich erstmal. Zwölfteln sie. Und fisseln die Stücke auseinander. Dann geht es weiter mit den Chilis, die wir in ca. 2 bis 3 cm lange Streifen schneiden. Jetzt noch schön die zwei Knoblauchzehen hacken und dann sind wir auch schon fertig mit kleinen Schnibbeln. Ran an die Soßenmischung, für die wir ca. 3 Esslöffel unserer selbstgemachten Satésoße mit 1,5 Teelöffel Sojasauce, 2 Teelöffel Sherry, einem Viertel Teelöffel Zucker und einem 2/3 Teelöffel Currypulver verrühren. Damit sind wir auch schon bereit fürs Anbraten. Dazu geben wir ein bisschen Öl in eine Pfanne und braten darin das Fleisch kurz scharf an. Dabei legen wir die Rindfleischstücke einzeln nebeneinander, sodass sie nicht überlappen. Drehen Sie um, sobald Sie so aussehen. Lassen Sie auch auf der anderen Seite leicht bräunen und holen Sie dann wieder aus der Pfanne raus. Wenn wir das mit allen gemacht haben, geben wir wieder ein bisschen Öl in die Pfanne und braten darin und rühren unseren Knoblauch zusammen mit den Chilis und der Zwiebel an. So circa 1 bis 2 Minütchen. Dabei nicht vergessen, die Dunstabzugshaube anzumachen, denn sonst kann es wegen der angebratenen Chili ein bisschen unangenehm werden und ihr fangt dann an zu husten. Rein mit der Soßenmischung und damit es nicht zu trocken wird, kommen noch ca. 1 bis 2 Esslöffel Wasser dazu. Mit denen können wir auch noch schön die letzten Soßenreste aus der Schüssel mit hineinspülen. Jetzt noch das Fleisch hineinmischen, welches wir dabei wieder kurz erwärmen und dann kann serviert werden. Dazu könnt ihr zum Beispiel noch ein paar grüne Lauchzwiebel und rote Chilistreifen drüber verteilen. Und da Satésoße eine Erdnusssoße ist, das Ganze noch mit ein paar grob gehackten Erdnüssen bestücken. Ich hoffe, mein gebratenes Satébeef hat euch gefallen, was zum Beispiel auch eine super Verwendungsmöglichkeit ist, wenn ihr zum Beispiel mal Saté macht und etwas Satésoße übrig habt, wobei ich aber zugeben muss, dass ich diese Satésoße auch ganz oft extra für dieses Gericht koche, beziehungsweise auch immer ganz gern etwas mehr Satésoße koche und dann ganz viele Gerichte damit mache, weil einfach alles mit Satésoße eigentlich lecker schmeckt und sich die Satésoße auch super einige Tage im Kühlschrank lagern lässt. Ich kann nur sagen, probiert meine Satésoße und dieses Gericht unbedingt mal aus und schickt mir ganz, ganz viele Bilder, wenn ihr mir eine Freude machen wollt und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat.
Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein Däumchen nach oben, ein Abo und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald!